Hallo Leute der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Violence Night. Worum geht es in dem Film? In dem Film geht es um die kleine Trudy, gespielt von Lea Brady, die man zum Beispiel aus der Umbrella Academy kennt. Die hat ein kleines Problem und zwar ihre Eltern sind verstritten und es scheint so, als wenn sich das alles auseinanderbröckeln würde, was sie nicht gerne möchte, und wünscht sich von Santa Claus nichts anderes, als dass die beiden wieder zusammenkommen. Was sie aber nicht wissen, ist, als wenn, dass sie nach ihrer Oma fahren und dort ein paar böse Schurken das Anwesen stürmen. Die Schurken werden von Mr. Scrooge angeführt. Der wird gespielt von John Leguizamo. Den kennt man zum Beispiel aus John Wick Kapitel 2 und der spricht auch im amerikanischen Original den Sid aus Ice Age. Und ja, der macht sich mit seinen Kollegen auf und stürmt das Anwesen und möchte Zaster haben. Was sie aber nicht wissen, dass sich dieses Mal ein Santa Claus um die Geschenke kümmert, der sich von den Standard-Mall-Santa Claus definitiv abhebt. Und der wird gespielt von David Harbour. Den kennt man zum Beispiel aus James Bond, an Quantum Trost oder aus The Suicide Squad. Und die kleine Trudy hat ein Walkie-Talkie von ihrem Vater geschenkt bekommen, mit dem sie tatsächlich Kontakt zu Santa Claus aufnimmt, um ihn zu unterrichten, was dort alles vorfällt. Ja, dieser Santa Claus braucht keinen Knecht Ruprecht, um sich gegen böse Menschen zur Wehr zu setzen. Ja, also ich muss sagen, der Film ist absolut genial. Also man merkt auch, dass da Leute von Bullet Train mitgearbeitet haben. Und da merkt man auch, die Gewaltdarstellung ist natürlich absolut drüber und absolut humorvoll aufgesetzt und alles. Und ey, ich habe mich kaputt gelacht, ey. Ich habe mich kaputt gelacht. So geil umgesetzt. Also vor allen Dingen auch die Sprüche dabei und dieser ganze Mix aus Trudy verliert ihre Familie, die Trudy muss gucken, dass sie nicht von den Verbrechern gefangen wird und dies und das und hast nicht gesehen. Ey, absolut genial. Also der Film macht richtig Spaß. Wie gesagt, also wer es Bullet Train schon mochte, der wird den Film auch mögen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Film mit Stirb langsam zusammen zu meinem nächsten Weihnacht-Highlight wird für kommende Jahre. Weil der Film echt gut ist. Der geht knapp 2 Stunden, aber das kommt einem gar nicht so lange vor. Also auch die Schauspieler sind super gewählt, auch die Nebencharaktere sind teilweise echt genial. Also da habe ich mir gedacht, richtig gute Arbeit. Also so einen Film muss man erstmal schaffen. Und vor allen Dingen von der Umsetzung schaffen. Also echt ganz großes Kino. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Ja, da sind wir wieder. Ja, wie gesagt, also der Film ist absolut genial. Der Film hat Action, der Film hat Humor, der Film hat auch teilweise echt gute Kampfszenen, muss ich sagen. Genial. Absolut genial. Und ja, somit, ich nehme jetzt mal meine Maus, gebe ich dem Film, ja, also zwischen 4 und 5 Totenköpfen hat der Film auf jeden Fall verdient, weil der Film echt genial ist.
Der Film ist richtig gut gemacht. Der Film macht Spaß. Der Film hat Action. Der Film hat Spannung. Und ein Humor, der absolut drüber ist, aber passend zu dem Film. Ja, das war die Filmbewertung zu Violent Night. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.